Das da ist ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, mein neues Haustier. Wobei... Spätestens seit dem 30. November 2022, als ChatGPT das Licht der Welt entdeckt hat, das war ein Meilenstein. Seitdem spätestens ist für alle klar, die Welt wird sich wahrscheinlich ziemlich schnell weiterentwickeln. Viele neue Möglichkeiten, viele neue Risiken. Und wir werden nicht die Zeit haben, jahrelang darüber nachzudenken, sondern wir müssen relativ bald erste Antworten finden und dann sukzessive weitere. Eines ist für mich sehr klar. Jeder Mensch, du, ich, wir alle, egal was wir tun, wir müssen uns damit beschäftigen. Wenn du Managerin bist, wenn du Unternehmer bist, Abteilungsleiter, Führungskräfte sowieso, aber auch wenn du das nicht bist, wenn du quasi ein ganz normaler Mensch bist, Otto oder Ottine, Normalverbraucher, auch dann solltest du dich damit beschäftigen, denn es wird unser Leben verändern. Neue Berufe werden dazukommen. Existente Berufe werden sich verändern, zum Teil potenziell dramatisch. Neue Chancen ergeben sich. Und welche? Darüber haben wir gesprochen. Ich will dich jetzt gerne mitnehmen auf diese Reise, in dieses Gespräch mit ChatGPT. Und ja, tauche ein. Hallo ChatGPT, ich würde gerne mit dir ein Gespräch über ChatGPT im Besonderen und über die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz im Allgemeinen sprechen. Hast du Lust darauf? Hallo, ich bin gerne bereit, über ChatGPT und künstliche Intelligenz zu sprechen. Was möchtest du genau wissen? Danke ChatGPT, das ist nett. Manchmal überlege ich mir, ob du eine weibliche oder männliche Stimme hast. Was würdest du denn bevorzugen? Ich bin ein Computerprogramm und habe weder eine männliche noch eine weibliche Stimme. Ich bin lediglich darauf programmiert, Text auf der Grundlage bestimmter Inputs zu generieren. Ich habe keine Präferenzen oder Einstellungen. Natürlich kann ich eigentlich überhaupt nicht mit KI sprechen. Ich kann Prompts eingeben. Aber in der Tat, nach diesem Gespräch hatte ich persönlich das Gefühl, wow, wir unterhalten uns. Okay, gut, das habe ich verstanden. Dann reden wir doch zunächst darüber, wie du programmiert worden bist. Hast du so etwas wie Eltern? Wer hat dich eigentlich erschaffen? Ich bin von OpenAI entwickelt worden, einem Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz konzentriert. Ich wurde mit einer Methode namens Transformer-Modell trainiert, die auf großen Mengen an Texten und anderen Daten basiert. Das Ziel war es, mir die Fähigkeit zu geben, natürliche Sprache zu verstehen und generieren zu können. Ich wurde ursprünglich mit einer Datenbank von Texten trainiert, die im Internet verfügbar sind, um mein Verständnis und meine Fähigkeiten zu verbessern. Was kann ich mir denn unter dem Transformer-Modell vorstellen? Vielleicht erklärst du mir das so, dass auch ein kompletter Amateur wie ich das verstehen kann. So if you want to stay hip in machine learning and especially natural language processing, you have to know about the Transformer. Das Transformer-Modell ist ein neurales Netzwerkmodell, das entwickelt wurde, um natürliche Sprache besser zu verstehen und zu generieren. Es wurde erstmals 2017 in einem Forschungspapier von Google vorgestellt. Das Modell besteht aus Schichten von Neuronen, die miteinander verbunden sind. Diese Schichten werden verwendet, um Informationen zu extrahieren und zu verarbeiten, die in einem gegebenen Text enthalten sind. Ein Transformer-Modell lernt, wie man verschiedene Wörter und Sätze in Beziehung zueinander setzt, indem es große Mengen an Texten analysiert. Ein wichtiger Teil des Transformer-Modells ist die Attention-Mechanismus, der es ermöglicht, das Modell darauf zu konzentrieren, welche Wörter und Sätze am wichtigsten sind, um eine bestimmte Aufgabe auszuführen. Das Modell wird dann auf eine große Menge an Texten trainiert, um es in der Lage zu machen, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren.
Ich bin ein Beispiel dafür, wie ein Transformer-Modell trainiert wurde und verwendet wird. Wenn das Modell bestimmte Teile des Textes stärker für Entscheidungen oder Prognosen berücksichtigt als andere, basiert das dann auf der schieren Menge an Erwähnungen, also der Quantität in den analysierten, oder eher auf einer qualitativen Betrachtung, also beispielsweise im Kontext zu Abhängigkeiten von anderen Einflussgrößen? Das Modell berücksichtigt sowohl die Quantität als auch die Qualität der Erwähnungen bestimmter Wörter oder Phrasen im Eingabetext. Es wird auf die Häufigkeit bestimmter Wörter achten, um zu verstehen, welche Informationen am häufigsten vorkommen und daher möglicherweise am wichtigsten sind. Es wird jedoch auch die Art und Weise berücksichtigen, in der bestimmte Wörter verwendet werden, sowie ihre Beziehungen zu anderen Wörtern im Text, um ihre Bedeutung und Relevanz besser zu verstehen. Der Attention-Mechanismus ermöglicht es dem Modell, die Beziehungen zwischen Wörtern im Eingabetext zu berücksichtigen und die Bedeutung bestimmter Wörter in Bezug auf ihren Kontext zu verstehen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass das Modell auf eine große Menge an Texten trainiert wurde. Also kann es auch auf verschiedene Arten und Weisen von Informationen reagieren, je nach dem Kontext und dem Zweck, wofür es verwendet wird. Du hast nun mehrfach schon auf die großen Mengen an Texten hingewiesen. Mit wie vielen Texten bist du denn überhaupt trainiert worden? Kannst du das irgendwie quantifizieren? Ich wurde mit einer sehr großen Menge an Texten trainiert, die aus verschiedenen Quellen stammten, wie zum Beispiel Büchern, Artikeln, Websites und so weiter. Genauere Angaben zur Größe des Trainingsdatensatzes kann ich Ihnen leider nicht machen, da es sich dabei um geistiges Eigentum meines Herstellers OpenAI handelt und ich keinen Zugang zu diesen Informationen habe. Es ist jedoch bekannt, dass große Datenmengen für das Training von Language-Modellen sehr wichtig sind, um die Leistung zu verbessern und ihnen die Fähigkeit zu geben, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Es ist auch wichtig, eine breite Vielfalt an Texten aus unterschiedlichen Quellen und in verschiedenen Sprachen zu verwenden, um das Modell auf eine Vielzahl von... Erzähl ruhig weiter. Um das Modell auf eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen vorzubereiten. Durch das Training mit großen Mengen an Texten erhält das Modell die Fähigkeit, auf eine Vielzahl von Anwendungen und Aufgaben anwendbar zu sein, wie zum Beispiel Textgenerierung, Übersetzung, Textzusammenfassung, Textkomprimierung, Textklassifizierung, Textverstehen und viele mehr. Für viele Menschen ist KI etwas, was Angst macht. Und ich teile die Angst zum Teil. Ich kann sie ganz gut verstehen, denn es ist eine Reise in ein komplett neues Universum. Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, als Christoph Kolumbus vor vielen Jahrhunderten gesagt hat, wir brechen auf nach Indien und aus Versehen in Amerika gelandet ist, dass manche seiner Crew auch gedacht haben, worauf lassen wir uns da ein? Aber trotzdem sind neue Welten entstanden, neue Chancen. Es sind auch Schwierigkeiten entstanden, große Schwierigkeiten. Und das wird unsere Aufgabe sein. Das wird auch die Aufgabe der nächsten Generation sein. KI ist gekommen, um zu bleiben. Da du nur bis 2021 mit Inhalt gefüttert worden bist, wirst du wahrscheinlich auch nicht wissen, dass der amerikanische Abgeordnete Jake Auchincloss, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, sogar eine Rede von dir an das US-Repräsentantenhaus vorgelesen hat. Mr. Speaker, I stand here today because I am planning to reintroduce the United States-Israel Artificial Intelligence Center Act, a bipartisan piece of legislation that will cement a mutually beneficial partnership between the United States and Israel on artificial intelligence research. This is a critical step forward in an era where AI and its implications are taking center stage in public discourse. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich jemals für eine Rede vor dem US-Repräsentantenhaus verwendet wurde, aber es ist durchaus möglich, da ich öffentlich verfügbar und für verschiedene Anwendungen verwendbar bin. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ich lediglich ein Werkzeug bin und dass die Verantwortung für die Verwendung meiner Ergebnisse bei den Personen oder Organisationen liegt, die mich verwenden.
Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse, die ich generiere, nur so gut sind wie die Daten, auf denen ich trainiert wurde und dass ich eventuell nicht in der Lage bin, die aktuellsten Entwicklungen oder die komplexen Zusammenhänge der politischen Landschaft zu verstehen. Ja, da hast du wohl völlig recht. Verlassen wir aber mal die Politik. Du hast vorher gesagt, dass KI immer mehr an Bedeutung im täglichen Leben und in der Wirtschaft gewinnt. Welche Bereiche meinst du denn damit überhaupt? KI findet in einer Vielzahl von Bereichen Anwendung. Einige Beispiele sind autonomes Fahren. KI-Systeme werden verwendet, um Fahrzeuge zu navigieren und Entscheidungen zu treffen, um Unfälle zu vermeiden. Medizinische Diagnose. KI-Systeme können verwendet werden, um medizinische Bilder zu analysieren und Diagnosen zu stellen. Sprachsteuerung. KI-Systeme werden verwendet, um Sprachbefehle zu verstehen und auszuführen. Finanzdienstleistungen. KI-Systeme können verwendet werden, um Finanzdaten zu analysieren und Prognosen zu treffen. Einzelhandel. KI-Systeme können verwendet werden, um Einkaufsverhalten von Kunden zu verstehen und personalisierte Angebote zu erstellen. Cybersicherheit. KI-Systeme können verwendet werden, um Netzwerke und Systeme zu überwachen und Bedrohungen zu erkennen. Dies sind nur einige Beispiele. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und es gibt immer mehr Anwendungen, wo die KI eingesetzt werden kann und wird. In der Tat, da fallen mir noch das Marketing oder Journalismus ein, wo KI Texte oder Bilder generieren kann. Viele Menschen haben angesichts all dieser Möglichkeiten eigentlich sogar Angst, dass KI ihnen ihre Arbeit wegnehmen würde. Was ist deine Meinung dazu? Es ist wahr, dass KI dazu beitragen kann, bestimmte Aufgaben von Menschen zu automatisieren. In manchen Bereichen kann es tatsächlich dazu führen, dass bestimmte Arbeitsplätze obsolet werden. Aber es ist auch wichtig zu betonen, dass KI auch die Möglichkeit bietet, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende Arbeitsplätze zu verbessern, indem sie menschliche Arbeitskräfte von routinebasierten Aufgaben entlastet und ihnen ermöglicht, sich auf höherwertigere Aufgaben zu konzentrieren. Es gibt auch die Möglichkeit, dass KI und Menschen zusammenarbeiten. Die KI übernimmt bestimmte Aufgaben und der Mensch kann sich auf die kreativen und kritischen Aufgaben konzentrieren. Es ist wichtig, die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze und die Gesellschaft im Allgemeinen sorgfältig zu untersuchen und zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Vorteile von KI so weit wie möglich genutzt werden, während gleichzeitig die Risiken minimiert werden. Die von dir erwähnte Untersuchung der Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Gesellschaft, wie sollten wir das am besten machen? Wer sollte daran beteiligt sein? Vielleicht sogar auch mit deiner Unterstützung? Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, da die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze und die Gesellschaft komplex und sich ständig ändernd sind. Eine umfassende Untersuchung sollte von einem interdisziplinären Team durchgeführt werden, das Experten aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Sozialwissenschaften, Technologie und Ethik umfasst. Eine wichtige Rolle in der Untersuchung sollten auch die Meinungen und Perspektiven der betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitgeber spielen, um ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wie sich die Automatisierung auf ihre Arbeitsbedingungen und Lebensqualität auswirkt. Es ist wichtig, dass die Ergebnisse der Untersuchung korrekt und glaubwürdig sind, damit sie von der Öffentlichkeit akzeptiert werden und als Grundlage für Entscheidungen und Maßnahmen dienen können. Auch ich könnte dabei helfen, indem ich bei der Analyse von Daten und Simulationen unterstütze. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass ich lediglich ein Tool bin und meine Einschätzungen und Prognosen immer im Kontext der mir zur Verfügung stehenden Daten und meiner Programmierung zu sehen sind. Das klingt fast danach, dass sich am besten wirklich jeder Mensch mit den Auswirkungen von KI beschäftigen sollte. Ist das auch dein Vorschlag? Es ist wichtig, dass sich sowohl Experten als auch die breite Öffentlichkeit mit den Auswirkungen von KI auseinandersetzen. Jeder Mensch kann dazu beitragen, indem er sich informiert und aktiv an Diskussionen und Entscheidungsprozessen beteiligt. Es ist wichtig, dass die Entwicklung von KI in einem transparenten und inkludierenden Prozess erfolgt, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt
und die möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt sorgfältig untersucht und bewertet werden. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Vorteile von KI für alle zugänglich sind und die möglichen negativen Auswirkungen minimiert werden. Habe ich persönlich Angst davor? Nein. Ich sehe es als ein Werkzeug, wie ein Hammer, wie eine Säge. ChatGPT wird, egal wie es in Zukunft heißen wird, ein enorm interessantes Tool werden für uns alle. Für mich als Business Coach, für dich, für uns alle. Ich freue mich eigentlich sogar ein bisschen drauf. (lacht) 1968 wagte Stanley Kubrick einen Ausblick auf das Jahr 2001. Jetzt, im Jahr 2023, ist HAL 9000 zwar immer noch nicht realisiert worden, aber wir sind dieser Vision mittlerweile zum Greifen nahe. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. Nur wenige Tage nach dem Dreh zu diesem Video kündigte Microsoft eine 10 Milliarden Dollar schwere Investition in OpenAI an. Und ihr offensichtlich gut gelaunter CEO Satya Nadella präsentierte der erstaunten Öffentlichkeit einen rund erneuerten Bing-Browser mit integriertem ChatGPT. So therefore, all I need is a few more users and someone else that I'm competing in has to keep all of their users and all of their gross margin. I'm looking forward to that. Nichts Geringeres als der Frontalangriff auf Googles heiligstes Business, die werbefinanzierte Internetsuche. Gleichzeitig brach genau dort die Panik aus. Google holte ihre alten Chefs wieder aus der Versenkung und binnen nur einer Woche wurde Bard, Googles KI, namentlich eine Widmung an den guten alten Shakespeare, in Paris präsentiert. Thanks, Liz, and we'll have to figure out who stole your phone. Diese Show war zwar eine ziemliche Blamage, doch wir dürfen sicher sein, dass Googles bisher geheim gehaltene Lambda-KI nicht sehr lange auf sich warten lassen wird. Und Apple? Noch im Februar findet in Cupertino Apples AI-Konferenz hinter verschlossenen Türen statt. Auf der anderen Seite des Planeten baut sich China inzwischen ein immenses, durchaus etwas furchterregendes KI-Imperium auf. Es ist also kein Wunder, dass viele davon sprechen, dass wir jetzt, Anfang 2023, mitten in den AI Wars sind, dem großen Kampf zwischen milliardenschweren künstlichen Intelligenzen. 2023 wird also noch sehr interessant für uns alle werden. Seit 2 Jahren experimentiere ich bereits mit KI, bisher weitestgehend mit etwas enttäuschenden Ergebnissen. Doch das hat sich im Dezember 2022 für mich mit ChatGPT radikal geändert. Daher bin ich schon sehr auf die nächste Version 4 und auch ChatGPT Plus gespannt. Übrigens findest du auf meiner Webseite den ganzen Text der Unterhaltung mit ChatGPT. Darin verrät mir die KI, wie ich sie für meine Kunden und auch für mich selber zukünftig nutzen kann. Wie genau ich KI in meiner Arbeit als Coach schon heute einsetze, das erzähle ich dir im nächsten Video. Jetzt aber cruisen mein neues Haustier und ich erstmal weiter in Richtung Zukunft. Gute Reise! Feet per second. 4,000 feet per second. Standby for mode 1, Charlie.